Hallo ihr Lieben aus dem Karton. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte heute mit euch meine Swaps vom Teamtreffen auspacken und würde euch da gerne mitnehmen. Und ich habe mich schon so sehr gefreut auf diesen Moment. Es ist nämlich jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir Teamtreffen haben, also 1,5 Wochen. Aber bei mir ist gerade so viel los und ich wollte das einfach in der Ruhe machen und mit euch zusammen und mich einfach an dem freuen. Und deswegen ist jetzt der passende Moment und wir können zusammen diese Kiste rocken sozusagen. Genau, ich werde jetzt einfach nach und nach da was rausholen. Ihr habt gesehen, da ist einiges drin und werde euch das dann einfach mal ein bisschen vorstellen. Genau, ich starte hier einfach mal mit einer total schönen Verpackung von der lieben Jutta. Ich glaube, da ist auch noch ein Kärtchen drin. Ja, genau. Also, sie hat hier untergebracht eine schöne Schokolade und einen kleinen Prosecco und hat da eine wunderschöne Verpackung gewerkelt. Ach, vielleicht sollte ich vorher noch sagen, was ein Swap ist, oder? Ich bin schon so gespannt, ich kann schon gar nicht mehr drauf warten, das endlich auszupacken. Deswegen hudel ich, glaube ich. Also, ein Swap ist ein kleines Geschenk oder eine kleine Verpackung, ein kleines Goodie oder eine Karte, die man an einem Treffen von Bastlern tauscht miteinander. Also jeder hat dann so einen großen Korb vor sich und geht dann durch die Leute und sagt, möchte mit mir tauschen. Und dann tauscht man eben diese ganzen süßen Kleinigkeiten untereinander aus, die dann jeder so gewerkelt hat zu Hause. Man macht natürlich vorher so die Anzahl fest und sagt, wie viel man ungefähr braucht. Und dann kann man da nicht nur super das austauschen, sondern kommt auch gleich ins Gespräch und man kriegt ganz viele tolle neue Anregungen und Ideen. Und das ist einfach total schön. Und wir hatten jetzt erst eben Teamtreffen und leider war es so, dass ich das Teamtreffen aus gesundheitlichen Gründen einmal verschieben musste und so haben jetzt ein paar nicht live tauschen können und haben dann mir die Pakete geschickt und ich habe das dann nochmal verteilt für die Mädels, die eben nicht da waren und die Jutta war eben leider nicht da, aber ihre Verpackung ist wunderschön und ich habe dann alle Swaps von den anderen sozusagen noch an Jutta und an die anderen geschickt und genau. Diese Swaps sind jetzt hauptsächlich Verpackungen, ein paar Karten sind auch dabei und sind einfach jetzt Ideen für euch. Ihr könnt es nutzen als kleine Verpackungsidee oder eben als kleine Geschenkidee, wie jetzt zum Beispiel hier, wenn ihr so eine kleine Prosecco-Flasche verschenken wollt und die einfach irgendwohin mitbringen wollt oder ihr seid irgendwo eingeladen und bringt so ein kleines Goodie mit und da ist es einfach ein super Ideengeber auch, wenn ihr dann so eine kleine Verpackung so verschenken könnt. Und deswegen nehme ich euch das Video auch auf, natürlich, dass ihr da auch inspiriert seid. Es gibt auch bei meinen Teamies auch schon Videos dazu, zu den einzelnen Verpackungen zum Beispiel und so. Also genau, da könnt ihr dann auch noch stöbern gehen, falls ihr das Swap-Video von den anderen vielleicht schon gesehen habt. Da gibt es natürlich auch ein gesammeltes dann meistens. Okay, und die liebe Jutta hat uns eben dieses wunderbare Päckchen geschickt und das war einfach total schön. Und das möchte ich euch jetzt mal von nah zeigen. Also sie hat hier so eine viereckige Verpackung gemacht, die ist relativ hoch, damit der Sekt auch gut steht, weil es ja doch recht schwer ist. Und hat es so schön verziert. Ich finde, die Farben sind so toll. Das Papier ist so wunderschön mit dem Pfirsichen. So frühlingsfrisch irgendwie, schön. Mit einem tollen Schleifchen hier, so ein dickes Schleifchen, das sieht auch sehr gut aus. Und hier der Hintergrund auf diesem Etikett ist auch noch geprägt. Und dann hier vorne so schön gestempelt und embossed. Also da steckt auch wieder ganz viel Liebe drin. Hier so süße kleine Zweige noch und die Blümchen. Also einfach wunderschön. Das ist eine ganz, ganz tolle Verpackung. Vielen, vielen Dank, liebe Jutta. Freut mich sehr. Total schön. So hübsch. Vielen Dank. Die nächste Verpackung hat mich auch total umgehauen. Die fand ich auch total cool oder finde ich total cool. Die ist von der lieben Heike und das ist so eine Verpackung mit dieser Drehkartentechnik. Also kennt ihr diese Drehkarten? Ich habe euch da mal ein Video aufgenommen, ich verlinke es euch mal hier oben. Mich erinnert das immer an eine Parkscheibe, aber ich finde das so cool. Da kann man eben so schöne Grüße mit dieser mit diesem Dreheffekt machen und wenn man daraus eine Box bastelt, so wie jetzt die Heike hier, und hier noch ein paar so kleine Süßigkeiten reinmacht, dann finde ich das einfach nur eine unglaublich coole Idee. Oder? Ist das mega? Ich finde, das ist so ein cooler Verschluss und das ist was ganz Besonderes. Das gefällt mir total gut. Voll witzig gemacht. Echt eine klasse Idee, habe ich vorher auch noch nicht so gesehen und finde ich wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Heike. So hübsch.
Okay, die kann man sogar ganz aufmachen, aber eigentlich braucht man das doch gar nicht. Man kommt doch so auch an die Süßigkeiten ran. Sehr cool gemacht. Aber natürlich noch, so kann man sie wieder besser befüllen vielleicht. Sehr cool. Finde ich super klasse und total schön gemacht. Eine super witzige Idee. Vielen, vielen Dank, liebe Heike. Oh, die nächste ist so, so hübsch. Ich liebe dieses kleine Elefantenset. Ich freue mich schon so sehr darauf, mit dem zu basteln. Das zieht natürlich bei mir auch ein. Dieser Swap ist von der lieben Franny. Und sie hat es auch in verschiedenen Farben gestaltet. Also, das ist eigentlich bei fast allen Verpackungen gewesen. Bei der Heike zum Beispiel auch, dass es halt unterschiedliche Designerpapiere sind. Bei der Franny waren es unterschiedliche Farben. Alle ganz zart und total schön. Und so ein hübscher kleiner Elefant. Und das ist auch so eine coole Verpackung. Die macht man dann hier auf. Plan für heute: genießen und super sein mit der kleinen Maus. Total süß, oder? Finde ich auch eine sehr coole Verpackung. Ich glaube, man schiebt das hier so raus. Muss mal kurz testen, nicht, dass ich was kaputt mache. Also, wie gesagt, ich habe es mir selber noch nicht wirklich angeschaut. Nur ganz, ganz bisschen gelinst, aber noch nichts ausprobiert und ausgepackt. Sehr cool. Kriegt man hier drei Süßigkeiten unter. Hat hier dieses süße Sichtfenster und das ist einfach eine wunderschöne Verpackung. So schön. Also, wie gesagt, der Hintergrund ist noch mit dieser Schrift geprägt. Das sieht auch total edel aus und fühlt sich richtig gut an. Also, manchmal, also da ist ja noch was für die Haptik dabei, gell? Also, total schön. So süß. Vielen, vielen Dank, Franny. Wunderschön. Die nächste Kiste. Das ist eine sehr große Verpackung. Da bin ich gespannt, was da drin ist. Ist von der lieben Nadine von Hängebauchmaus. Da weiß ich, da gibt es ein Anleitungsvideo dazu. Da könnt ihr vorbeischauen. Und das ist so eine coole Box, die hier so ein. Also seht ihr das? Also, das ist erstens eine sehr, sehr große Box, so vom Halten. Und dann hat man hier oben so eine süße Schlaufe. Und jetzt öffnet sich hier diese Truhe. Und dann. Wie cool, was ist da alles drin? Ein Glückskeks, ein kleiner Edding, ein. Kann ich nicht entziffern. Alles Chinesisch, das kann ich leider nicht. Und ein kleiner Rittersport. Also, das ist so eine richtig große, coole Verpackung. Da glaube ich, braucht man ein ganzes Designerpapier, 12x12. Ups, 12x12 Inch, jetzt habe ich mich verschluckt. Und hat eben hier noch so eine coole Box, die man mit dieser Lasche da super verschließen kann. Total witzig. Das weiß ich noch nicht, was das ist. Ist verschlossen. Zahnpasta? Ich weiß es nicht. Ich muss die Nadine erst fragen, glaube ich. Wahrscheinlich kennen das alle, nur ich wieder nicht. Keine Ahnung. Ich muss nachfragen. Und der Glückskeks. Sollen wir mal reinschauen? Komm, wir schauen jetzt mal rein. Was der mir wohl sagen wird. Achtung. Ich knack den mal. Oh, und was steht da drinnen im Glückskeks? Ich habe irgendwie den gelben Finger. Ich habe da irgendwas, weiß ich nicht genau. Habe ich Stempelfarbe hingekriegt? Schaut aus wie ein Kürbisgelb. Du bist der geborene Kämpfer, steht bei mir im Glückskeks. Okay. Also sehr coole Verpackung, muss ich sagen. Sehr coole Idee. Und man kriegt da echt mega viel unter, wie ihr seht. Und dann noch den Glückskeks und dann hat man immer noch Platz. Also das wäre auch so eine richtig coole, praktische Ordnungsbox am Platz vom Bastelzimmer auf jeden Fall. Also das ist auch echt eine coole Idee und eine ganz tolle Verpackung. Vielen Dank, liebe Nadine. Schaut schön aus, oder? Auch das Designerpapier ist schön. Passt perfekt. Vielen Dank. Jetzt muss nur aufpassen, dass ich den Glückskeks nicht esse, sonst kann ich nicht mehr reden. Jetzt kommt eine ganz coole Verpackung, die ist von meiner Mama. Meine Mama und meine Schwester habe ich nämlich auch mit eingeladen ins Teen-Treffen. Und meine Mama ist auch so eine Bastlerin und die bastelt auch immer so lustige oder coole Verpackungen. Und da hat sie jetzt eine Verpackung, die muss ein bisschen stabil sein. Also die muss, da ist eine Dose drinnen. Sie hat drauf geschrieben, schön, dass du da bist. Mit einem coolen Papier. Es glänzt so im Hintergrund, sieht man da, sind so Tassen drauf. Mit Schmetterlingen, Blümchen noch unten drauf. Und das ist ein ziemlich cooler Verschluss, den man so aufmachen kann. Und dann nochmal so aufmachen kann. Da gab es früher mal so ein Board. Nicht das Envelopunchboard, sondern so ein anderes. Da hat man auch so ähnliche Verschlüsse gemacht. Und dann kann man das alles so rausbauen und dann kann man hier eine Dose unterbringen. Also so eine Prosecco-Dose zum Beispiel.
Also sehr cool, wieder sehr viel getüftelt, glaube ich. Also das war wahrscheinlich wieder eine Tüftelarbeit und wahrscheinlich keine Anleitung. Also das weiß ich jetzt nicht, ob es da eine Anleitung gibt irgendwo. Aber das ist ein cooler Verschluss. Also dass man zuerst diese beiden gegenüberliegenden so verschließt. Na? Und dann eben die anderen beiden. Und dann hat man hier für so eine runde Form, ist es ja immer ein bisschen schwierig, Verpackungen zu kreieren. Und das finde ich, das ist eine mega coole Idee. Vielen, vielen lieben Dank, Mama. Sehr schön. Sie hat auch noch einen zweiten Swap gemacht, den zeige ich euch auch gleich. Schon wieder Alkohol. Das ist einfach so ein kleiner. Glaube, das ist auch so ein Prosecco oder sowas. Ah, nee, das ist alkoholfreier Bitterlemon. Bitteraperitif. Okay, cool. Und da hat sie noch so ein kleines Etikett hingemacht. Auch ganz süß, weil ihr die mag. Schöner Spruch, schöne Blümchen. Das wäre auch was, was sehr schnell gemacht ist und was man ganz gut irgendwo mitbringen kann, wenn man zum Kaffee eingeladen ist oder so. Und was man einfach so gestalten kann mit all dem, was man zu Hause hat. Also da braucht man jetzt nicht mal so viel Ausrüstung, sondern das kann man auch ganz einfach theoretisch nur mit Schere, wenn man jetzt mal die Etiketten und so, die Deko ein bisschen verabändert, ein paar Stanzen, ein bisschen ein Locher und ein paar Scheren, ein bisschen Schere und dann könnte man das auch ganz schön in einer anderen Form nachbasteln. Also auch eine ganz süße Kleinigkeit, die man einfach mal mitbringen kann. Den Arbeitskollegen auf den Tisch stellen, vorm Urlaub oder wie auch immer. Da gibt es ja genügend Möglichkeiten, jemandem eine kleine Freude zu machen. Die nächste Verpackung ist auch so cool. Ich glaube, da ist der Glitzy-Stein abgegangen. Aber die ist mega cool. Die ist von der Steffi. Und die ist so. Ich hoffe immer, dass sie in der Kamera richtig rüberkommt. Die hat so eine coole Form. So. Origami-Form. Und die kann man dann hier so aufmachen, seht ihr? Und kann da noch so eine kleine Schoki unterbringen. Sehr, sehr süß, oder? Total cool gemacht mit dieser Falltechnik. Das schaut so schön aus und dann verschlossen mit so einer Mini-Wäscheklammer. Total süß. Also, das ist auch wieder so eine Verpackung, die ich einfach nur total schön finde und die, ja, die einen dann immer interessiert, wie man das machen kann und so. Und wenn man die Swaps halt dann hat, dann könnte man die theoretisch auch ein bisschen auseinandernehmen und gucken, wie hat sie das gemacht, wie funktioniert das. Genau, also finde ich immer sehr, sehr cool und auch für mich selber ist das immer ein toller Ideengeber und eine Anregung. So ein Swap. Deswegen, solche Basteltreffen sind immer total cool. Da muss man, so Swaps muss man einfach machen, das ist einfach total schön. Vielen, vielen lieben Dank, Steffi, total schön und die hat mich gleich total geflasht, diese Verpackung. Jetzt kommt eine Verpackung von der lieben Sarah, die ist auch so schön. Die hat so toll das neue Papier, das neue Inkalle-Papier. Wenn du mal eine Therapie brauchst für dich mit diesem schönen Tassenset, kann man sich hier, das ist so eine schöne Teebeutelverpackung, eben die Tees reinbauen. Drei verschiedene Sorten, so schön farbig. Das passt auch noch perfekt dazu, wie von den Farben. Einfach wunderschön. Ist hier hinten so schön verschlossen mit der Teetasse. Und was ich immer bei diesem Set total schön finde, ist dieser kleine Teebeutel-Anhänger, wo man noch so einen Gruß hinmachen kann. Wunder, wunderschön. Also total tolle kleine Box. Auch wieder ein kleines Goodie, das einfach nur wunderschön ist und das man einfach ausstellen muss. Das muss man einfach irgendwo hinstellen und sich da dann freuen, weil es so schön ist. Vielen, vielen Dank, Sarah. So cool. Der nächste Spot ist ein Kartenspot. Der ist von der Petra. Ach, der ist auch toll. Die Petra hat hier eine ganz tolle Technik angewandt, die sie dann auch in einem Technikbuch für mich erklärt hat. Also das ist total cool, das zeige ich euch ganz am Ende. Das ist noch so ein kleines Highlight am Schluss, also bleibt unbedingt dran. Da haben sie mir noch was geschenkt und da hat sie diese Technik auch eingebaut. Seht ihr das? Also das ist wie so eine Glasscheibe, könnte man fast sagen. Also so das glänzt so richtig schön. Hier hat man dieses Stempelmotiv drauf und dann noch solche Rillen da drin. Seht ihr das gut? Ich hoffe, es kommt in der Kamera so rüber. Also es sieht so edel aus. Es ist so schön. Auch so eine tolle Farbkombination. Hier, das finde ich auch so hübsch mit dieser Stanzung und diesem Tag hier noch. Hier ist noch so ein kleines Schleifchen eingebaut und hier, also so eine schöne Karte. Innen dann auch noch schön die Innenseite bestickt. Hier, seht ihr das? Also wunderschöne Karte, Petra. Vielen, vielen Dank und auch ganz toll gearbeitet und da steckt auch ganz schön viel Arbeit drin und ganz viel Liebe zum Detail.
So schön. Die nächste Schachtel, oh, die ist von meiner anderen Petra. Die ist auch so schön und da bin ich, habe ich auch noch gar nicht reingespitzelt. Gell? Ich war wirklich, habe mich echt total im Zaum gehalten. Habe auf den ruhigen Moment gewartet. Das ist so eine coole Box. Habe ich euch mal gezeigt. Also ist schon lange her. Mit Milchtüten verpacken. Also das ist auch was man einfach, das muss jeder Bastler mal gemacht haben. Weil das einfach eine tolle tolle Verpackung ist. Und das ist jetzt eine sehr große Form. Also da kriegt man richtig was unter. Hier vorne ist Schiefchen drauf. Und dieses schöne Designerpapier, wunderschön gemacht. Genieße den Augenblick. Da weiß ich, da gab es auch viele verschiedene Farben. Hier oben noch so eine ganz tolle Klammer mit so einem. Seht ihr, wie schön das ist? Sieht man das? Wunderschön. Passend farblich. Und wir gucken mal rein. Oh, was ist das? Schiffchen. Liebe Grüße aus dem hohen Norden. Von der Petra. So schön. Oh, ein Schäfchen, schaut mal, das passt natürlich. Das riecht sehr gut. Wunderschön, mit diesem extra noch mit dem Halsbändchen hier gemacht. Also total toll. Ich halte es jetzt nur nicht zu lange in der Hand. So schön. Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Gefällt mir total gut. Und eben auch die Verpackung dazu passend. Einfach total perfekt. Vielen, vielen Dank. Wunderschön. Jetzt habe ich nochmal einen ganzen Stapel in der Hand. Der nächste Swap ist von der lieben Sabine. Sie hat uns, also da habe ich schon reingespitzelt, da muss ich gestehen, habe ich schon eins gegessen. Sie hat uns eine kleine Joghurtenverpackung gemacht. Die sind also farblich auch, also wirklich, wenn man den Ton, besser kann man nicht treffen, glaube ich, oder? Da passen zwei Joghurtten rein, total süß, ein kleiner Gruß. Den vorne den Tag als Verschluss so schön genutzt und das ist einfach total hübsch mit schönem Papier, frühlingshaft mit schönen Rosen, sommerlich, frisch irgendwie, also einfach total schön. Hat sie gewerkelt und da passt eben diese zweite Verpackung total gut, da habe ich auch noch nicht reingeschaut. Seht ihr, die Schleife ist noch wunderschön. Wenn ich die dann mache, dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr so schön. Ich gebe mir aber Mühe. Kann man hier so schön aufmachen und sie hat das Band hier, seht ihr das? Unter dem Designerpapier eingearbeitet. Da muss man es nicht festkleben, man macht nichts kaputt, also kann man auch die Verpackung wieder super verschließen. Von Herzen einen schönen Spruch und da, wow, da verbirgt sich dann so eine mega Karte drin, schaut mal. Kann man dann hier so auseinanderklappen. Das wäre auch ein ganz, ganz tolles Mini-Album für Fotos vom Teamtreffen zum Beispiel. Also das ist auch eine schöne, tolle Verpackung mit Karte, beides in einem. Wunderschön. Kann man noch viel unterkriegen. Wie gesagt, Fotos zum Beispiel, Text, Grüße. Wunderschön. Und es ist eben wie so eine kleine Tasche auch verarbeitet. Könnte man auch so als Handtaschenart oder so vielleicht ganz cool machen. Das finde ich eine tolle Idee. Gefällt mir auch wieder total gut. Vielen, vielen Dank, Sabine. Wunderschön. Na, ich habe es doch gewusst. Die Sabine macht die schöneren Schleifchen. Vielen, vielen Dank. Gefällt mir total gut. Farbkombination toll. Und diese Kartenform finde ich ja mega. Das muss ich mir wieder merken. Mensch, schön. Jetzt kommt nochmal ein Doppelpack von der lieben Caro. Auch wunderschön. Allein die Farben. Das wirkt ja so toll. Also es ist einfach total schön. Machen wir mal erst die Karte. Oh, ja, okay. Ja, das ist eben die Mondblüte mit Pergament und Glitzer. Es ist so schön, es schimmert so wunderschön. Toll gemacht ist das. Also wunderschön gemacht, wunderschön gearbeitet. Die Kartenform auch total schön. Extrem aufwendig, würde ich sagen. Mir hätte die Karte allein schon gereicht zu machen. Wow. So schön mit dem Papier in Kombination. Also sie hat hier das nochmal so aufgelegt. Alles auf dieses Designerpapier gelegt. Wunderschön. Also die Karte ist der Hammer. Die flasht mich gerade total. Wow. Da fehlen mir die Worte. Also total schön.
Die Mohnblüten sind einfach so wunderschön und dann auch hier innen aus der Ferne mit Liebe gemacht. Genau, das passt so gut. Caro hatte so eine lange Anreise. Wunderschön. Also echt eine total tolle Kartenform. Super Idee, das so zusammenzubauen und dann mit dieser schrägen, also mit diesem tiefer gesetzten Designerpapier im Hintergrund. Das ist total schön. Ich hoffe, es wirkt in der Kamera so, wie es ist. Nämlich echt wunderschön. Und dazu die passende Verpackung mit der zweiten Mohnblume. Auch wieder Glitzy und mit Schmetterling drauf. Das finde ich auch eine ganz tolle Idee, dass man dann Schmetterling drauf macht. Den hat sie hier auch drauf gemacht. Finde ich schön. Ganz toll. Mit einem Etikett als Banderole und einer wunderschönen Verpackung. Mit dem Designerpapier auch wieder gearbeitet. Das ist, boah, tolle Farbkombination. Und die kann man dann hier so aufmachen. Und was verbirgt sich da drin? Hallo, ist das süß. Mein Gott, Caro. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh Gott, ich weiß nicht. Also die Caro, die macht sich immer so viel Arbeit, das muss ich sagen. Sie hat jetzt nur ein selbstgegossenes Stück Seife, das von Herzen kommt, reingebaut. Also, wow. Ja, und was ist es natürlich? Darf man es im Video überhaupt sagen? Zäh Schweck mit Seife. Total schön. Mit Herzchen eingebaut. Wow. Das haut mich um. Mir fehlen die Worte wirklich. Also, das ist der Hammer. Es gibt auf jeden Fall bei der Caro eine Anleitung zu dieser wunderbaren Karte und zur Verpackung vielleicht auch. Ja. Und zwar nennt sich das Split Card und Verpackung. Hier findet die Caro auf Häkelschaft kreativ und das ist das Materialpaket, das sie dazu gebraucht hat. Also wunderschön. Das haut mich um. Ich finde es von der Farbe so toll. Dann noch eine selbstgemachte Seife drin. Also das hat ja, die hat ja allein die Karte hat schon völlig gereicht, finde ich. Also so arbeitsintensiv und so wunderschön und die Farben toll und also wirklich, mich haut es um. Ich finde die Kartenidee und die Verpackungsidee einfach nur granatencool. Caro, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, echt. Wow, der Hammer! Ich habe jetzt noch eine wunderschöne Box von der lieben Andrea. Auch total schön. Das ist so eine ganz coole Art, die, wenn man so sieht, wie halte ich euch die am besten so? Sieht auch mega cool aus, oder? Seht ihr auch das Designerpapier mit dieser Seifenblasentechnik selber gemacht und hier vorne noch was ausgestanzt und geprägt von mir für dich. Einfach so schön und das hier vorne sieht halt so cool aus, gell? So. Und jetzt gucken wir nach dem Verschluss. Den macht man hier, glaube ich, von unten auf, gell? Wir hatten noch kurz geredet. Ja, von unten, genau, weil man, glaube ich, mag immer den Deckel hier anheben, aber der ist, wie zeige ich euch das? Der ist nur reingeklebt und nochmal so in 3D abgehoben, also so eine coole Box. Wunderschön. Und da sind drin ein kleiner Draht. Das ist auch cool, weil den kann man auch gut gebrauchen für Karten und so kleine Mini-Wäscheklammern in Silber. Wunderschön. Viele liebe bastelverrückte Grüße von Andrea. Also ja, wir sind alle bastelverrückt, das muss man ehrlich sagen. Aber es ist so schön, auf so viele Gleichgesinnte irre zu stoßen. Also in liebster Form gesagt, gell? Also versteht es ja nicht falsch. Es war so wunderschön, unser Treffen. Es war so toll, euch kennen zu lernen, mit euch zu quatschen. Und wenn man merkt, wie verrückt wir alle irgendwie ein bisschen sind und wie schön diese Verbindung ist, die man da hat und dieses gleiche Hobby und dieses gleiche Farben sehen zum Beispiel, wenn man irgendwo beim Einkaufen ist, sieht man die Farben oder so. Oder ja, egal. Und es war einfach so schön. Es war einfach nur wunderschön, der Tag. Und ja, war einfach total toll, euch zu sehen, zu treffen, zu quatschen und zu basteln. Natürlich, wir haben auch was gebastelt, das kann ich euch vielleicht noch zeigen nachher. Und dann eben auch die Swaps auszutauschen. Und das war einfach toll. Einfach wunderschön. Vielen Dank an der Stelle an alle Teilnehmer. Es war wunderbar. Und vielen Dank an dich, Andrea. Das ist so eine tolle, coole Verpackung. Auch hier gibt es eine Anleitung auf ihrem Kanal Andreas Kartenwerkstatt. Da könnt ihr vorbeischauen und gucken, wie man diese coole Ka Box, ich sage immer Karte, oder? Box bastelt. Und dann habe ich noch ein paar zwei Sachen bekommen. Einmal auch nochmal von der lieben Sabine in meinem Lieblingsdesign mit den Mondblüten.
eine, so eine kleine Box, wo man Servietten unterbringt. Das finde ich auch so schön. Das sind so ganz zarte, schöne Servietten. Einfach toll. Und das so schön verpackt mit Liebe und mit den Mondblüten. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Das ist auch eine wunderschöne kleine Box. Da habe ich vorher schon reingeguckselt gehabt. Das muss ich schon zugeben. Total schön. Vielen, vielen Dank, Sabine. Schöne Farben, gell? Ach, die Mohnblüten, das ist einfach der Knaller. Und dann hat mir die Jutta noch ganz süß was mitgeschickt, weil die Jutta hat so ein kleines Nähstüberl oder ein großes Nähstüberl und macht so tolle Sachen. Und wir haben an Weihnachten schon mal im Adventskalender so coole Pads von ihr drinnen gehabt. Und ich habe gesagt, dass ich die so gern benutze. Und dann hat sie mir da gleich was mitgeschickt. So süß. So cool, oder? Also ich benutze die total gerne und ich fand das so schön, dass sie mir noch was mitgekriegt hat. Das ist wirklich total lieb. Vielen, vielen Dank, Jutta. Das hätte es natürlich nicht gebraucht, aber ich freue mich ehrlich sehr darüber. Das ist auch so eine ganz süße kleine Verpackung mit Banderole. Wunderschön auch vorne angefärbt und auch mit Sprenkeln gemacht. Seht ihr das? Also einfach total cool und klasse. Schön. Dann kommt es gleich, wartet noch kurz, jetzt kommen noch kurz so Kleinigkeiten, die ich so noch auf den Tisch geschmissen hatte. Es war, ich hatte halt so eine Herzverpackung mit einem Ferrero-Küsschen da hingestellt als Platze. Dann hatte ich halt ein Materialpaket, wo ich ein bisschen verziert habe. Und ich wollte euch jetzt eigentlich noch zeigen, was wir gebastelt haben. Aber ich habe gar nicht alles beides da, oder? Also wir haben eine Karte gebastelt. Da habe ich euch auch ein Video aufgenommen. Ich weiß nur noch nicht, ob das schon online ist oder nicht. Wenn es online ist, verlinke ich es euch hier oben. Das ist nämlich so eine Karte, die man hier so cool aufmachen kann, die man auch ganz so toll als Mini-Album benutzen könnte. Also das war ein Bastelprojekt, das wir gemacht haben. Es hat super funktioniert. Das war wirklich so ein bisschen von der Deko, könnt ihr das noch sehen. Wir haben das alles in diesen neuen Designerpapier in diesen Blautönen gemacht. Total schön. Ah, das war meine Musterkarte. Ich habe noch eine andere gebastelt, aber die liegt jetzt gerade irgendwo anders. Genau, hinten mit den Mondblüten nochmal ein bisschen bestempelt, weil das halt einfach, ja, solange es noch im Katalog ist, finde ich, muss man das immer wieder in die Erinnerung rufen. Und jetzt hole ich noch schnell die Verpackung. Gucken, ob mein Kabel so lange reicht. Genau, jetzt habe ich noch schnell die zwei anderen Sachen geholt. Dann haben wir noch so eine kleine Verpackung gemacht. Eine kleine Tasche. Da gibt es auch ein Anleitungsvideo, wenn es irgendwann online ist, hier oben. Könnt ihr da gleich drauf gucken, wie das funktioniert. Und dann haben wir noch so eine Karte gebastelt. Das ist einfach nur noch Rest gewesen. Also wir hatten da noch ein bisschen Zeit und dann habe ich einfach gesagt, Mädels, seid kreativ, wir legen jetzt los, jeder bastelt irgendwas und bei mir kam halt so eine kleine Karte raus mit Resten und was wir halt da hatten. Und ja, im Vergleich zu sonst sehr wenig Material natürlich, also nur zwei Stempelsets oder so. Oder Matti hatten mehr dabei. Aber genau, aus dem einfach noch irgendwas werkeln und genau so haben wir das gemacht. Und jetzt kommt noch mein eigentlicher Swap. Das ist also absolut unspektakulär im Vergleich zum Rest. Aber ja, zur Vollständigkeit halber zeige ich euch den mal. Also ich habe einfach so ein Kuvert gebastelt. Und da habe ich dann die Glitzersteine untergebracht, die mir das dann auch zum Basteln gleich benötigt haben vielleicht und habe dann hinten auch noch mit dem Herz so einen kleinen Platzhalter gemacht, weil ich dann nämlich gleich vom Teamtreffen ein Foto ausgedruckt habe und das dann hier so reingespannt habe. Dann hat jeder einfach gleich zum Mitnehmen ein Gruppenfoto und hat dann gleich mal was in der Hand, finde ich. Das ist immer ganz schön, wenn man sich das dann mal ausdruckt, dann kann man sich das aufstellen und genau, dachte ich, das wäre vielleicht ganz cool als Verpackungsidee mit Bild. Geschenk sozusagen. Zusammen ist alles schöner. Und das war es, wie gesagt, das war wunderschön. Und jetzt kommt das absolute Highlight noch. Also eigentlich noch ein Highlight, jagt das andere. Ich habe nämlich auch ein Geschenk bekommen von meinen Teamies. Und das ist ein Technikbuch und das ist einfach nur der Hammer. Wunderschön und so cool. Ich bin total begeistert. Hier stehen alle drauf, die mitgemacht haben. Da sind auch ein paar dabei, die dann leider beim zweiten Termin keine Zeit hatten. Durfte es leider verschieben, war das ein bisschen blöd, aber ja, die haben trotzdem mitgemacht und so sich so viel Arbeit gemacht. So wunderschön. Und das werde ich euch auch separat aufnehmen. Also da sind lauter tolle Ideen drin, das werde ich euch als Video aufnehmen. Aber ich wollte es euch hier nochmal ganz kurz reinhalten und zeigen. Wenn es online ist, verlinke ich es euch auch unter dem weißen i, wenn noch Platz ist. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen und euch da ganz tolle Ideen für richtig tolle Anleitungen holen. Ja, wie gesagt, das kommt. Das
mache ich jetzt nicht mit dem Ganzen in einem. Ich hoffe jetzt, dass wir euch ganz viele tolle Inspirationen geben könnten für schöne Verpackungen. Ich hoffe, ich habe keine in irgendeiner anderen Kiste noch, weil ich hatte einen ganzen Anhänger voll, was ich alles mitgeschleppt habe und was ich alles da hatte. Nicht, dass irgendwas woanders reingerutscht ist. Ich hoffe, ich habe alles gezeigt. Meine Kiste ist jetzt auf jeden Fall leer. Und ich hoffe einfach, dass ihr Zuschauer davon auch was habt und da auch ein bisschen tolle Ideen für euch rausgesprungen sind. Und wünsche euch jetzt einfach nur ganz viel Spaß beim Nachwerkeln, wenn ihr da eine Idee habt und das nachprobiert. Beim Tüfteln, wie es funktionieren könnte. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben für das Video. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativ etwas Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und danke, nochmal ganz großes Dankeschön an alle Teilnehmer vom Teamtreffen und den tollen Swaps. Das ist wirklich, kann man nicht oft genug sagen. Vielen, vielen Dank.